Hi. Hi, 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 hi. Hi! Oh, aus irgendeinem Grund kann ich nur aus dem Team raus, auch jetzt bei Bett. So. Was soll der Schwachsinn? Ich mag es, dir Kisten auf den Kopf zu werfen. Oh Mann, das ist doch glaublich ein Alter. Ey. Wartet, ich muss noch Dinge zerstören. Oh, das ist eine Riesenschnecke. Aber ich glaube, wir müssen es in die andere Richtung machen. Du dummer Wichser. Du bist hier der dumme Wichser. Irgendwie müssen wir dieses Ding hier bewässern. Oh, I see. Warte. So. Haha. Rätsel gelöst. Lustigerweise fällt das Wasser da trotzdem noch runter. Psch. Einen gesunden Appetit hat die Kleine. Das schmeckt dich. Das sah aus wie eine Riesenschlange. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Same. Mach du den da oben mal, ich mach den hier mal. Ich versuch's. Und bedien derweil den Hebel. Oh, der Frostfall ist ziemlich okay, wenn man es zusammenläuft. Okay. Hast du eigentlich dieselbe Erweiterung wie ich oder hast du andere? Ich hab andere Skills. Oder was meinst du mit dieselben? Ob ich das gleiche skillen kann wie du? Ja. Ob du wenn ich was skill, ist auch. Nein. Was? Nein, nein. Weil ich kann uns zerfliegen lassen, aber. Mit dem Mage. Nee. Ich nicht. Ich kann mit dem Mage nur eine zweite Kiste machen. Achtung, Steinfeld! Babs. Bin noch nicht ansatzweise so weit. War da noch was oder was? Nein, aber ich komm nicht weiter. Oh. So schwer ist das doch nun eigentlich wirklich nicht. Ja, wenn ich immer irgendwas abbounce, dann schon. Oh, der Balken ist weg. Ich nehme alles zurück. Ist doch schwerer, als ich dachte. Hier, ich gebe dir den Balken wieder, dann kannst du. Ich kann ihn dir sogar festhalten, kurz. Ich sehe es. Warum kann ich so springen? Das ist voll an. Nein. Dann nochmal Hebel aktivieren, dann bouncen. Auf dem Hebel, das sollte dann auf die Rolle, auf dem Baumstamm, whatever, dann sollte das gehen, denke ich. Schau einfach mal, wie hoch mich die Seifenblase bringt. Alles klar. Nicht sehr lange oben. So, ja, sah sich die Stämme und die Kiefer, die dort verstreut lagen. Warum kann man versuchen, sie unter die Brücke zu klemmen? Ja. Okay, wir lösen das Rätsel anders als geplant, merke ich gerade. Ich auch, ja. Weil wir kriegen ja alle 2 Minuten irgendwelche Tipps und da hieß es gerade, warum nicht mal versuchen, sie unter die Brücke zu klemmen. Wir lösen das Rätsel anders. Wir lesen das Rätsel auf coole Art. Achtung, da sind Gegner. ich hab den... Siehst du das? Ja! Achtung, hinter dir! Mach das, ich prügel so lange einfach rein. Bam. Klar, ich hätte auch als Mage da irgendwas eine zweite Kiste machen können, aber das klingt wieder nach Gegnern. Ja, das ist auch.
Kannst den Typen hier drin mal wegmachen, bitte? Was, wo wegmachen? Den Typen hier drin. Da ist einer drin, oder ist einer drin? Korrektur, da war einer drin. Oh. Aber ich würde gern darüber. Ich finde die Idee mit dem Kisten hochhalten super. Komm mal hoch. Hier. Ist da oben was? Ich glaube ja. Ich komme da nicht mehr rüber. Warte, ich gebe dir eine Kiste. Kommst du da hoch oder ist das zu hoch? Perfekt, hi. Ich würde dir gerne hier noch eine Kiste hochhalten, damit du da immer rüberkommst. Die Leiche nehme ich mit. Nicht gut. Ich auch. Perfekt, vielen Dank. Ich mache uns hier nochmal eine Kiste, warte. Sorry. Mach uns hier nochmal eine Kiste. Ich finde das super funny. Oh. Oh Mann. Was geht mit dir ab da unten? Ich werd angespuckt. Okay, ich krieg das halt nicht. Aua. Ja. Wie stellst du dir vor, dass wir jetzt rüberkommen? Warum drüber? Das war, um die Pflanzen unten zu blockieren. Ich dachte eigentlich, du kommst hier wieder hoch und dann... über das Ding. Du kannst auch auf die Plattform, die da ist. Die Plattform macht es nicht unbedingt leichter, Puff. Der Mann da ist einfach... Wusch! Du weißt, wenn du länger X gedrückt hältst, springst du höher, oder? Ja, aber ich wusste nicht. Ich bin runtergefallen. Nein, Kaito, ich dachte, der Ansatz fällt zu einem besseren Ergebnis. Um kurz zu erklären, was passiert ist. Ich bin von der Plattform oben gefallen, auf dich drauf und dann sind wir gestorben. Gut, wir müssen die Leute hier nicht nochmal töten. Ich hoffe, wir müssen den ganzen Scheiß hier auch nicht nochmal einsammeln. So. Hi. Ich hätte hier gerne noch eine zweite Kiste. Okay. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Sagt die Person, die da unten gerade die ganze Zeit nicht hochkam. Versuch mit dem dicken Ding nochmal hochzukommen. Okay. Das Ding springt halt genauso hoch wie die anderen beiden auch. Wenn du X gedrückt hältst. Ach, das ist gar keine Kiste kaputt. Nein. Das ist die Luft auf diesem Ohr. Blasen. Kannst du dich da dranhängen, wenn ich das hochhalte? Weiß nicht. Ja! Kannst du den Ball versuchen, rüberzuschieben? Bei Holzkisten, wer braucht Rätsel? Aber ich will noch was machen. Genau das. Was bringt mir... Achso, du bist gerade bei Mage. Ich wollte nicht mal was ausprobieren. Und zwar habe ich hier unten ein Rohr gefunden. Linker Stick, Objekt drehen, interessant. Haha! Hip! Wow. Das wollte ich nicht.
dauert nur Stunden, bis ich da bin. Willst du mir vielleicht einfach die Holzkiste mal rübergeben? Und ich häng mich daran. Warte, nein! Ja. Noch ein Tucken höher, falls es geht? Nein. Schade. Aber warte, dann schwinge ich mich darüber. Das Ding gut platziert. So hoch es geht bitte und ein bisschen daneben. Ja, so ist gut, so ist gut. Hoffe ich. Alter, ich finde es gar nicht mehr so einfach zu schwingen, ohne das Ding hoch zu machen. Ja, hab's. So da. Dank dir. Willst du wieder das Mädel? So. Ich nehme das Ding jetzt die ganze Zeit mit. Bist du schon da reingegangen? Ja, das ist jetzt. Aua. Eine Kiste. Oh. Kämpfen? Oh, Achtung! One hit? Ich glaube, wir sollen hier nicht kämpfen. One hit! Vom letzten Checkpoint. Kann ich's blocken? Garantiert nicht, aber. Genau, Acid. Oh! I see! Du sollst mich essen, glaube ich. Okay, nein. Oh, okay, warte, ich lasse mich auch mal töten. Oder warte, du, wir werden ja doch wieder hergestellt, wenn wir zum Checkpoint laufen. Aua. Ich weiß mir exakt noch nicht so ganz, was jetzt zu tun. Oh. Nicht sterben am besten. Ich habe eine Errungenschaft, immerhin das. Och, Dude. Ich brauche mal deine Hilfe. Und jetzt? Ich weiß. Genau, die soll da irgendwie gegen machen. Das hab ich zumindest. Stirb! Danke. Oh. Okay, nee, du kannst dem Ding nicht ausweichen. Gut zu wissen. Achtung! Ich glaube, da kommt man endlich. Ich glaube, wir haben irgendeine Mechanik noch nicht so ganz verstanden. Ich gehe davon aus. Also wir können als Mage die Kiste erstmal rüberholen und als Typ blocken. Dann kommen wir hier hoch. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, was uns das bringt, hier hochzukommen. Irgendwie kann sie gegen den Stein da hauen. Meine Gedanke war, das muss sie. Oh, kann es? Haust du dann gegen den Stein oder tötest du mich? Beides, okay. Das Wissen sollten wir so vielleicht auch nicht lösen. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches, gegrilltes Schwein, hoffe ich. Wir sind die Retter der Welt. Der Prime hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Hätte ich gewusst, dass das so kurz ist bis zu dieser Stelle, dann hätte ich die Folge hier erst beendet. Ja. Aber jetzt sind wir eh schon wieder dafür zu muten. Okay, na dann. Ist ja nicht die Welt. Wollen wir dann den Part beenden oder weitermachen? Von mir aus können wir den Part beenden damit.
Bei mir sieht man zwar schon das nächste Gebiet ein bisschen, aber... Den Rest des nächsten Gebietes seht ihr im nächsten Part. Tschö! Au! Au! Oder au!